So, meine lieben Damen und Herren, ich bin hier wieder zurück. Fast eine Stunde später, nach der letzten Aufnahme, habe ein bisschen was gegessen, habe noch ungefähr so 10, 20 Schatzorks erledigt und ja, habe einen von Torvins Skizzen gefunden. Und ja, bin halt über die anderen zwei halt gestolpert, die es noch gab, aber habe die halt nicht aufgenommen. Also nehmen wir die jetzt mal mit. Gegen Feinde zu kämpfen ist großartig. Noch besser ist es, sie zu stoppen. Und zwar endgültig. Die Numenora wussten, dass sie den Schwung ihres Gegners nutzen konnten und den Eröffnungsschlag in einen tödlichen Schlag umwandeln konnten. Okay, das hat Torvin halt dazu gesagt. So, ihr seht ja, wo ich jetzt gerade bin. Schön auf der Festung Dieses drauf. Ding sieht aus, als könnte es mein Leben retten. Oder mich ins Grab stürzen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Das war der falsche. Ja, krieg ich nur 250. Ich bin über der Festung ein paar Mal am Rumfliegen gewesen. Zu gucken, ob da jetzt nicht noch mehr Schatzorks spawnen. Können wir ja nochmal gucken. Ich brauche einen neuen Namen für diese Festung, wenn ich sie einnehme. Vielleicht Neu-Gondor. Neu-Gondor, hä? Ich weiß nicht, ob die das dann so toll finden würden, die ganzen Bösewichter. Oder die Söldner. Guck mal, da ist einer gerade rausgeklettert. Gut. Dann gibt's hier nicht mehr. Dann, ja, da war das hier. Der eine, der nächste. Ja, mir ist die ganze Zeit ein Pferdensucher auf dem Weg. Ist mir hinterher am Dackeln, aber. Na. Brauche ich nicht. Ach, guck mal, da sind wieder welche vor uns gespawnt. Herrlich. Naja, müssen wir echt auf den Sack gehen, Kargor. Dann stirbst du einfach. Und ich habe auch keine Hauptmänner gemacht. Auch wenn mich so ein paar gegrüßt haben schon. Hallo. Naja, ich kann ja mal zeigen, wie verbessert wir sind. Wir sind auf 92 hoch. Jetzt auf 800. 265, 45 Verteidigung und 250 Fokus. Schon mal ein bisschen besser. Ein bisschen, aber noch nicht. Perfekt. So, mein lieber Schatzorg. Jetzt habt ihr immer nur Geld dabei, das will ich gar nicht. So, einmal dran vorbei. Nö, ich möchte nicht zurückkommen. Ich hätte gern mein Zeug. Oh nein, der Schatzorg. Ach, der da. Ach, guck mal, Rüstung. Naja, Rüstung ist hier nur Fokus. So, dann wollen wir mal dahin. Und schön von oben. So, dann haben wir Torvins nächstes, vorletztes. Es ist ein uraltes Dilemma im Kampf. Wie verringerst du die Distanz zu deinem Feind? Nun, die Numenore haben dieses Problem auf eine neue Art gelöst. Anstatt den Weg zu deinem Feind zu finden, bring ihn zu dir. Und dann schlag ihn. Versteht sich von selbst. Ja, das versteht sich durchaus von selbst. Vor allem bei diesen fasten Uruks und Orks. Und das letzte war hier, ungefähr. Schnellreise gerade nicht verfügbar. Diese Numenora waren ja, okay, cool, dann sagt dein Satz. Oder diabolisch.
Genau genommen schließt sich das ja nicht aus. Naja, schließt sich nicht unbedingt aus. Und was noch? Das letzte permanente Upgrade. Und so permanente Verbesserung. Von Baranörchen. Und dann sollte es besser klappen. Und uns ein Überleben eher gesichert sein. Hoffentlich. Es ist der verdammte Tag. Ja, es ist der Tag. Obwohl Tag ist ja eher für den Numenor gedacht unter uns. Aber naja. Komm, machen wir mal die große Fliege. Und genau, ich wollte nicht irgendwie nach deinen unten in der Mitte. Nein. Halt, gehst du mal. Oh, meine Güte. Hier. Und das war die letzte Verbesserung. Als der Untergang der Numenora schließlich kam, wurden ihre Feuer bald ausgelöscht. Hatte etwas mit einer Flut zu tun, glaube ich. Nun, ich sehe kein Wasser hier draußen. Also finden wir heraus, wie heiß wir dieses Ding brennen lassen können. Die Idee dabei ist, dass es deine Feinde verbrennt, während du sie gleichzeitig zurückstößt. Meine Art von Idee. Natürlich ist das der Torwin mit seinem zwergischen Geschick da voll und ganz für. Ich schätze, das sollte ich Torwin bringen und ihm einfach vertrauen. Schließlich lässt mich seine Arbeit von Klippen stürzen. Hm. Gesehen. Ja, so gesehen. Versteckte Panzerung ist natürlich jetzt mega nice. So, da ist noch ein Schatzorg, den wir gerne haben tun können, würden tun. Genau der falsche. Bleib hier. Eine Verstärkung für unser Schwert. Und jetzt hoch, hoch, hoch. Ich muss halt echt spammen, den Knopf, bis er das echt macht. So, her mit deinem Schatz. Okay, hast du wirklich einen Schatz? Keine Verbesserung. So, jetzt ist... Ach, guck mal, da kommt doch direkt der nächste Schatz-Typi. Für uns. Ach, guck mal. Ach, der hat wirklich nur einen Schatz. So, dich machen wir normal. Dann brauchen wir noch zwei Schläge für die normalen. Aber wenn wir vorher mehr gebraucht haben. Okay, cool. Das wollte ich auch unbedingt so machen. Hey, immerhin. Ach so, ja. Spot einfach mal meine Phrase, mehr oder weniger. Ja, ich muss ja so machen. Guck mal, dem bin ich in einem der Außenpost begegnet. Das ist der Kuga, der Schnitzer. Hat natürlich auch einen Blutsbruder, Track Fleischliebhaber. Wer auch immer der was. Wer auch immer der war. Erzünd durch Feuer. Hab mich beeilt. Gibt es einen Bonus? Warum? Warum muss ich jetzt gerade auch noch einer dazu? Muss jetzt einer dazu kommen? Nein, 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 nein. Du bist umzingelt. Du hast keine Chance. Ach so. Hallo, wer auch immer du bist. Noch Killschlitzer. Ist natürlich ein Meuchler. Ist jetzt natürlich super geil. Warum auch immer der mich jetzt angreifen muss.
So, und auch noch schnell. Wir haben ja eine Verbesserung von unserem Panzer bekommen. 50% Verteidigung. So. Und einmal von unserem Schwert. Aua. Cool, danke. Aber immerhin haben wir es überlebt. Ja, cool, damit treffen wir natürlich unseren. Okay, das, Gott sei Dank, war das nicht der Meuchler. Keilen, abhauen. Lauf weg. Lauf weg. Das ist zu behindert gerade. Gott verdammt, das wäre es jetzt gewesen, ey. Boah. Fleck mit doch am Poppes. Boah, ich hab das jetzt ganz schnell. Boah, ich hab da ganz schnell nach Süden gehen gesehen, ey. Gehen wir mal bitte wieder zu Torvin. Meine Fresse, wenn das jetzt gewesen wäre, ne? Boah. Puh. So, Torvin. Ah, hast du was gefunden? Ja, ich habe den Rest gefunden. So. Handschuh, ja, wir haben alle. Wurfhakenzug. Halte kreisgedrückt, um einen nahen Ork mit der Kette deines Handschuhs zu greifen, um zu dir zu ziehen, was ihn niederschlägt. Okay, 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 das ist nicht schlecht. So, haben wir natürlich Feuer der Numenora. Halte die Fähigkeit, Feuergeschosse und Feuerbomben zu verwenden. Dann haben wir, ja, die Kettentötung hatten wir ja schon. Und hier beim Schild alles neu. Fatale Konter. Ah, jetzt haben wir die perfekten Superkonter jetzt. Sehr schön. Loderner Schild. Wenn du L länger, oder L, wenn du vier länger gedrückt hast, entzündet dies dein Schild. Schildsturm setzt seine Feinde in Brand. Dann haben wir Schildsturm erzeugt mehr Macht. Na gut, das ist jetzt eher so. Nicht das Beste, aber immerhin. Das bringt dich in Schwierigkeiten und wieder raus. Gott, Torvin. Ich hab all dein Zeug. Jetzt müssen wir Uruks aufsuchen und einzeln platt machen. Wäre vielleicht besser. Ich werde bald neues Brennholz brauchen. Früher oder später werden mich diese Söldner noch beim Holzhacken erwischen. Ja, vor allem wo? In dieser Wüste. Nur bei der Oase. Die halt die gewissen... Ist das dein Ernst? So, der Drache schnurstracks fliegt halt auf uns zu. Wie es man halt so kennen sollte. Und ja, hat uns auch natürlich auch gesehen. Ja, weil fucking Drache halt, ne? So. Okay. Da ist auch unsere eine wunderbare Leiche, die wir schnell mal ausnehmen können. Und bestenfalls alles finden. Jawohl. Irgendwas in der Nähe, irgendeiner. Entschuldigung. Nicht direkt, hä? Achso, hat er natürlich uns gefunden. Komm her. Geh einfach weg. So, unbekannter Hauptmann. Mit einer Schaufel. So viel Sand und Tod. Folge den Spuren, um Borg-Kettenschwinger zu finden. Der Jute-Borg-Kettenschwinger, hä? Na komm. Leiche können wir durchsuchen.
Gut, dann einmal bitte. Whee. Sehr schön. Ja, wir machen ein bisschen Fokus mit. Was war das für ein Geräusch? Da, da ist unser Kettenschwinger, Level 44. Sieht doch machbar aus. Jetzt wird durch festnageln und ist ein Gauner mit einer schnellen Auffassungsgabe. Kann ich hier hochklettern bei den Knochen? Ja, kann ich. Hat es natürlich genau angeguckt, also cool. Sieh dir das an! Ja, natürlich. Ah, ist ja typisch Gauner und dergleichen. Menschen abschauen! Scheiße, das Blutgeld auch zu verdienen! Brauchst du etwas Grog, bevor ich dich aufschlitze? Nur noch mal nicht sicher zu gehen. Kein, keine Chance hat er nicht. Riecht aber nicht schlecht. Riecht aber nicht schlecht. Schau dich nur. Bist direkt reingelaufen. Aua. Wie willst du, wenn du hier stehst? Okay. Dann steh ich halt hier. Okay. Dafür kann ich ja kaum Gold verlangen. Ja, guck mal. Dani, der Weiche, hat jetzt noch den getötet und ein Level-Ups bekommen. Sehr schön. Er ist erzürnt. Warum auch immer. Guck mal, hier sind eine kleine Schatztruhe. Muss ich die aufheben? Ich kann nichts machen. Okay. Auch cool, wie der da einfach am Arbeiten. Oder was auch immer der da am Machen ist. Wo soll er sich freuen? Ein bisschen mehr. Wir haben 12.000 Gold. Wo kam denn jetzt auf einmal 12.000 her? Okay. Okay, es keiner gerade in der Nähe. Das heißt, du kannst eigentlich. Trete den Rückzug an. Ja. Nimm dir doch die Schatztruhe. Da war ganz kurz, war da was? Und links. Ah, wenn ich einfach R1 drücke, dann geht er einfach da durch. Okay, anscheinend komme ich da nicht dran. Oh, episch. Explodierendes Gebäude. Feinde, die durch terrorisiert getötet werden, erschaffen eine giftige Explosion. Oh, warum nicht? Der Schildschuss hat... Muss man euch gleich den Kopf in den Sand stecken. Okay. Keiner in der Nähe? Keiner in der Nähe. Okay. Dann laufen wir einfach. So, einmal bitte schön mit Schwung. Noch mehr Schwung, jawohl. Einmal bitte nochmal vollladen mit Zeug. Vielleicht zumindest eine Feuerbombe. Jedes Mal, wenn Menschen schlafen, immer. Daran, dass er von mir träumt.
So. Ah, Pfeile. Standardpfeile. So, vorletzter. Okay, natürlich haben alle nicht vergessen, dass ich da war. Einfach nur das Zeug haben. Hier drin? Hier drin. Hallo. Ach, nur 250, meinetwegen. Ja, chill doch mal, Brace. Okay. Ich wollte ganz nach oben, aber was soll's. So, terrorisieren. Jetzt müsste eine Gift-Explosion kommen. Ja, tatsächlich. Okay, die anderen Schatzochsen sind weg auf einmal. Finde ich ja jetzt ganz prickelnd. Und fallen lassen. So, Hinrichtung. Wollen wir doch mal sehen. Wäre doch gelacht, wenn wir jetzt nicht mal mit dem wieder was reißen könnten. Ich wusste, ich sterbe nicht in einem fairen Kampf. Berserker episch. Das beweist es. Ich werde mich erstmal an deinen Jungs aufwärmen. Weißt du, der andere ist episch und hat 2 Level höher. Noch ein bisschen Giftbomben, ne? Zum Feuer. Because why not? So. Hallo. Na? Söhne des Untergangs teilen gern. Dafür bezahlst du mich schließlich. Du willst dich in das Recht der Uruks einmischen? Knie nieder und ich schenke dir einen schnellen Tod. Nein, das glaube ich nicht. Der ist jetzt erzürnt. Ja, warum auch immer. Ja, lasst euch einfach erschießen, wer mein Typ das macht, ne? Schützentakt gar nicht so verkehrt. Guck mal, jetzt hat er noch 3 Level dazu bekommen. Das heißt, er macht ja auch mehr Schaden, hat mehr HP, alles. Tor und der Läufer konnte Bagger nicht hinrichten. Wir kriegen Level-Ups. Zeit verstreichen ist mir ja. Wow, hat sie ja richtig viel Zeit verstrichen. Jawohl, er ist erzürnt und macht ihn jetzt mal eben weg. Jawohl, Dani, da war ich Level 39. Jawohl. Der müsste jetzt Dani der Harte sein. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Wir haben was für das Schild. Kein Schaden durch Gift. Das ist nice. Kein Schaden durch Gift ist echt gut. So, dann noch ein bisschen Zeug. Gute Arbeit. So, wir haben ja jetzt auch Punkte genug. Wir haben 5 Punkte. Und wir haben mehr als genug Geld. Deshalb. Nein. Mehr Heilung. Armee. Wir sollten anheuern. So, wäre auch gut. Panische Angst vor Graux ist so, naja. Erbarmungslos. Bisschen Futter. Geht fest, du bist gar nicht schlecht. Du hattest panische Angst vor Ghoulen, ne? Kampfmeister und Wächter. Weißt du was? Ihr zwei seid engagiert. Grazie. Und... Mr. Prachtvoll.
Also, Befehlien, Leibwächter, du bist links. Und du bist unten. Sehr schön. Jetzt haben wir auch drei Leibwächter. Und der eine heilt die ganze Zeit, der Quartiermeister ist auch noch am höchsten, so sieht's aus. Also, wie wär's denn, wenn wir den Ostposten unser eigen machen, also zumindest die erste. Urmasi Kriegskoloss. Das ist gleich der Urtoti Kriegskoloss. Der war schlecht, aber mir egal. Unduribak, nimm den Außenposten Unduribak ein. Nehmen wir den verkackt nochmal ein. Urmasi! Satras Dolf und ein zerschlagenes Grogfass wurden nicht weit von hier gefunden. Und für all die Idioten, für die das auch noch zu hoch ist. Passt auf mit eurem Grog oder ihr seid Grogfass! Ich sag's zum letzten Mal. Okay, besiege die Kommandanten des Außenposten und nimm den Siegpunkt ein. Da ist gerade neben mir ein Wurm aufgeploppt. Söldner anheuern, damit sie für uns kämpfen. Das widert mich an. Hä? Wo ist denn der Schatztyp? Ach, der da. Okay, das wirkt schon ein Schatz. Hallo? Ja, wir nehmen den ein, ne? Hallo? Also? Dir gefällt mein Außenposten nicht, wa? Ich sorge dafür, dass du ihn nie verlässt. 37. Ist ja süß. So, ich habe keine Ahnung mehr, was eure Zeug war, aber hier. Stell das Banner auf. Aua. Ja. Erzürnt durch Verletzung. Ja. Einmal heilen, weil wir haben weniger als die Hälfte. Beschusssicher. Gut. Ihr macht das schon. Ich bleib beim Siegpunkt, ne? Okay. Und das Beste ist, wir kriegen beim Auber natürlich auch Soldatentruppen. Also. Macht sie fertig. Mein fertig. Was war das denn? nichts ist passiert. Ah, da macht er gerade einen. Unser Banner-Typ macht den gerade. Sehr schön. Okay. Halbisch. Ach so, das sind diese... Der hat diese fallen gelassen. Gerade das Ausgestoßene. Drei Level waren das, glaube ich. Aber... Punkt erobert. Ja! Das war's? Nur der eine Punkt? Okay, ja. Und Duribag ist unser. Setze zum Schutz des eroberten Außenposten einen Söldner ein. Ein Außenposten ist frei für einen Söldner. Söldner anheuern. Die fünf Plätze in der Mitte des Armeemenüs sind für Kommandanten des Außenposten reserviert. Angezeichnet durch ihr Kronensymbol. Die Leiche des Kommandanten des Außenposten, den du gerade getötet hast, ist hier sichtbar. Nein, ist nicht mehr. Um einen deiner aktuellen Söldner für die Führung des Außenposten festzulegen, wähle den gewünschten Söldner aus, drücke Dreieck, um ihn zu befehligen, wähle dann den Platz des Außenpostens und drücke X, um ihn dort zu positionieren. Um einen neuen Söldner für den Außenposten anzuheuern, wähle den Platz des Außenpostens und drücke Viereck, um den verfügbaren Söldner zu sehen. Wähle einen Söldner und drücke X, um ihn anzuheuern und ihn automatisch zum Kommandanten des Außenpostens zu bestimmen. Ja, Söldner anheuern. Das ist eigentlich piep egal, weil die kommen sowieso irgendwann alle da in einen dieser Posten. Es sind ja genau fünf.
Der Mutterlose. So, Wächter fügen 50% mehr Schaden zu und nehmen 35% weniger. Okay, wir haben einen Wächter als, naja, Lakai. So, jetzt haben wir auch alles an. Das wird ein Signal für Shindram sein. Verstanden. Zeig mir ihnen, wer wir sind. Ihr könnt euch jetzt alle erstmal zurückziehen. Ich wette 5 Münzen, dass du mich in 5 Minuten wieder rufst. Na, 5 Minuten? Ich weiß nicht, ob du so lange oder so schnell wieder dabei bist. Was denn? Du siehst wütend aus. Ja, es ist aus unser Außenposten. Aber bitte voll machen. Ja, da haben wir den ersten Außenposten von 5. Oh, what? Da wird man theoretisch schon den nächsten sich snacken. Naja, je nachdem, was wo in einem Außenposten ist. Weil dieser Außenposten zum Beispiel hat sich jetzt kaum gelohnt für uns. Weil dann nur ein Wächter besser werden. Was mit dem? 100% mehr Münzen für Söldnern getötete Feinde, 100% mehr für Baranor. 100% mehr Münzen für alle getötete Feinde. Ist ja schon mal hammer nice. Fußsoldaten der Söldner fügen 100% mehr Schaden zu und nehmen 50% weniger. Ist okay. Baranor und sein Verbündeten 25% mehr Schaden zu. Ist auch super. Kampfmeister, bla bla bla. Okay, ja. Dann holen wir uns den Münzbob. Machen wir zumindest 2 Außenposten. So, einmal zum Torwin reisen. Na, wenn wir dann so ungefähr die Hälfte des Gebiets haben, dann können wir Uruks jagen gehen. Nämlich mit 3 epischen Leuten lässt es sich doch arbeiten. Vielleicht hätte ich die Werkbank auf die andere Seite des Lagers stellen sollen. Da ist die Aussicht besser. Würde das nicht mich zu sehr ablenken? Ach, verdammt. Moment, ist hier nicht so eine epische Leiche, oder? Ne. Schade, ich dachte auf eine dieser wäre noch eine epische Leiche. Na gut. Ja, wenn wir Schnellreise machen, anscheinend, dann sind die wieder zackig bereit. Also ich drücke die ganze Zeit. Dankeschön. Was war das? Ja, ihr seid mir gerade egal. Ich bin nur hier, um gerade, genau, Menschenabschaum. Nur um das zu tun, was gerade Menschenabschaum so tut. Nämlich Rausch und Gil angreifen und möglicherweise erobern. Bubol Bluttrinker. Meuschler, oh Gott. Gab es hier in der Gegend kürzlich etwas Ärger? Hoffentlich kommt der Ärger auch zu uns. Zu unserem Vergnügen. Meuschler ist jetzt natürlich richtig behindert. Ich hasse keine Chance. Merizi verfügbar. Besiege den Kommandanten des Außenposts und nimm den Siegpunkt ein. Es sind 2 Kommandanten hier. Na gut. Dann kümmern wir uns mal um die Schützen, die es hier auf dem Außenposten gibt. So. Das waren so die wichtigsten. Mir wird schon schlecht, wenn ich nur an ein Netz aus. Hallo, mein Lieber. Das hat gut getan. Du hast das Gold, nicht den Stahl. Hallo. Du kriegst den Posten nicht. Nicht mal ein kleines Stück. Und wo wir bei kleinen Stücken sind. Ich wollte jetzt nicht gerade hochklettern, aber cool. Sieh mal, wer sich um dich kümmert. Ja, wer kümmert sich da um mich?
Der ist beschusssicher. Der, ach, das sind beides Mäuschler. Cool. Ich wollte jetzt nicht meine eigenen Leute angreifen. Wie hat der den bitte gemacht? Bleib hier, ne? Okay. Der wollte gerade seine Messer werfen. Aha, guck mal. Der Prachtvolle hat den Bubol erschossen. Sehr schön. Damit sind die Mäuschler weg. Feuerstart haben wir bekommen. Schleichangriffe setzt Feinde in Flammen. Den nehmen wir. Und 5 zusätzliche Verteidigung. Sehr schön. So. Und unser Punkt. Oh, Gott sei Dank. Mäuschler, ne? Aber der Buber hat unserem anderen Typi den... die Erfahrungspunkte geklaut, weil der seinen eigenen Unterling getötet hat. Der Odelsussel, ey. Söldner anheulen. Natürlich der nächste. Kostet ja nur 6000. Hatten wir gerade noch genug. Der Wilde. Kosten 6000, ne? Aber wir kriegen jetzt eh immerhin 100% mehr als das Doppelte. Na, also holen wir uns mal mehr Bomben. So, ein Außenposten weniger, den es zu sichern gilt. Ich ja, gehe sofort. Könnt euch schön zurückziehen. Ihr habt großartige Arbeit geleistet. Sehr schön. Dann wollen wir nochmal unser Equipment. Oh, cool. Warte, schon alles verbessert. So, dann wollte ich mal sagen, wir machen hier eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen, denn es geht jetzt endlich vorwärts. Meine Güte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt Mittelerde. Die Verwüstung Mordors mit mir, dem Merius und natürlich euch, den Zuschauern. Also, wenn es euch gefallen hat und ihr noch nicht Part der Crew seid, so abonniert mich doch, drückt die Glocke, damit ihr auch nichts weiteres verpasst und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, liebe Leute. Bis dann.